und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Kochen mit Kirch Bischler. Ich muss sagen, mir haben die letzten drei Folgen wirklich Spaß gemacht und die Kommentare waren super und ich möchte einfach nur großes Dankeschön sagen an die Community von der Kochshow. Nicht vergessen, es gibt jetzt ab jetzt auch die Möglichkeit, selbst in der Kochshow aufzutreten. Alles, was ihr machen müsst, ist Videos zu machen, wenn ihr was kocht. Kurze Clips, kein Problem, schneidet man zusammen. Schickt es einfach an die E-Mail-Adresse. K.Kirchbichler, aber mit Punkt. K.Kirchbichler@wolke7 mit einem 7er, .net. Und dann kannst auch du in der Kochshow auftreten. Ja, es ist heute, ich habe es am Info, an der Deko und am Intro schon gemerkt, es ist eine Weihnachtsepisode. Wir werden heute nichts kochen, sondern nur trinken. Wir haben nämlich, also ich habe vor ein paar Tagen meine Haberer, den Zuckergoschel und den Peppi eingeladen. Und da haben wir uns ein bisschen austauscht, haben nett geplaudert. Und es ist ja quasi jetzt die Zeit des Plauderns und der Familie und der Freunde. Und der Weihnachten und des Rutschens. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen schönen Feiertag und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns wieder mit der Kocherei dann im Jänner. Und nicht vergessen, bitte hier könnt ihr auch was einschicken, wenn ihr wollt. Gut, ansonsten könnt ihr teilen, die Kochshow, wenn es taugt. Ein Emoji, Kommentar schreiben, Ideen. Ja, alles dann. Gute Nacht und viel Spaß und guten Rutsch. Prost. Prost. Na danke, dass ihr gekommen seid. Nächstes Mal was Gescheites zum Fressen. Ja, ne? Ja klar. Das kommt damit auch eigentlich Knoblauchbutter schon. Aber wenn soll auch Knoblauch drauf geben? Verstehst du, Kakoschei? Was ist das? Da müssen wir mehr Knoblauch. Da habe ich auch das Knoblauch und nachher nicht so Knoblauch drauf gefressen. Das ist Doppelknoblauch. Muss ich erkenntlich zeigen, dass ich einmal bemüht, nicht so wie ein Scheiß, was ich mal koche. Also was zum Essen. Das hat wirklich gut geschmeckt. Ja, das schmeckt. Du hast selber auch eine Folge gemacht von der Kochshow. Ist da ein Knoblauch? Das war aber nicht schlecht, was? Nein, das ist wurscht, ich brauche eine Bette. Du hast mir Fleisch labern, mit Bohnen und Mais. Mushroom? Nein, nicht die, was denkt, nicht die narischen Schwammeln. Das ist alles von der Oma. Das Teller, das Geschirr da, das kennen wir schon auch. Alles von der Oma noch. Und du sollst mal wieder aufrichten. Was muss denn heute? Wann machen du dir wieder was? Das ist mit dem Kind, das ist eben. Bei den Schwiegereltern. Ich muss wieder mal zusammenräumen. Du gehst ja unter da. Ungarn. Jetzt ist also zu Gas, bitte, was soll denn der Scheiß? Ich weiß auch nicht, wie es bei dir ausschaut, Peppi. Du willst ja gar nicht wissen. Wo wohnst du denn jetzt? Im Zelt oder was? Ja. Ich mach's mal Scheiß. Lebt im Zelt und beschwert dich über meinen Kuchen. Wenigstens ist es sauber. Du kochst ja mit dem Bunsenbrenner, machst du das Chili warm. Inzersdorf war cooler. Das ist ein Raketenofen. Das ist ein Metromax. Ja. Das ist kein Scheiß. 10 Euro oder was? Gehst bei der nächsten Hofaktion kann man auch einen Scheiß. Gehst die Bauzone nicht klar, wenn das Holz ist. Ich hab's null Ahnung vom Kochen. Null Ahnung. Bei meiner Kochshow habe ich 50 Abonnenten. 50 schon wert. Kannst stolz sein.
Ich bin ein bisschen stolz, ja. Also er wird mir schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Das war Sarkasmus. Ja, was bist du schon stolz, Peppi? Auf der Wrestling-Karriere, schau ich mal an, Platz ist worden. Aber das ist immer noch von früher. Das sind keine, das ist ein Wampen. Kaufpunkt ist er, von den Spritzen vom Zuckergoscherl. Nimm so ein Scheißdreck nicht. Das ist alles reines Training. Na, Klimmzüge wie ein Einser. Das will ich sehen. Geht schon. Komm, Peppi. Was ist sogar ein goldverliebtes Hemd oder was? Was hast du da drin alles versteckt für einen Scheiß? Hast du wieder Gewürz mit? Das Orge? Erstens gehört der Betty was stehen. Das ist für ihren Freund oder so. Der ist halt so getrunken. Es ist ja wirklich immer derselbe Trick. Jetzt ist er einmal am Eisel und schon ist er wieder erledigt. Was hast du da reingezogen? Findet man jetzt noch die Spuren oder was? Also wenn es sauber gemacht hinterher. Ja, dann haben wir jetzt eine Nase sauber gemacht, schau dir das an. Der hat schon wieder einen Schneepuzzle. Na, jetzt geht mir Busse geben dem Schnee. Vergiss Busse. Schau, ich dringle wenigstens, weißt du? Also weiß ich, was ich vertrage und wie es wirkt. Aber du hast ja alles eine zu verstehen. Ich nehme mal das kann ich zum machen. Dann nehme ich eins mit. Erst Peppi, außer keinen Kühlschrank mehr haben. Was wirst du denn auf? Sind das deine Wrestling-Gegner oder was? Du musst gescheit rein, das ist eine Gemüselade. Bist du jetzt mal fit? Du kannst deine Wrestling-Gegner den Häusern trennen, ich kann wie ein Flaschel. Schau dir das an, das spritzt sich ja alles um, oder? Die scheiß Kleinen, da will man gar nicht 1000 saufen. Entschuldige bitte, ich hab mir gedacht, nach langer Zeit lade ich meine Haare mal wieder ein. Ein bisschen ein gediegenes Glasbier. Weißt du? Und das ist der Tag. Ne? Ich kann mir wieder anhören, wie es ausschaut und das Bier und. Nein. War das du uns das letzte Mal eingeladen? In der Bude schaut's aus, aber beim Bier tust du es fest ein Schnösel mit dem scheißdreck Kleinen. Entschuldige bitte, ich wollte für meinen Freund was Feines auf den Tisch bringen. Danke. Gern. Morgen hast du das zu erledigen für mich. Gestern schickte ich die SMS und dann gehst du hin und dann übliche Sache. Okay. Na schau, ich hab einen Kommentar gekriegt. Was hast du geschrieben? Na, kriegst du mal was Gescheites oder was? Danke. Brot hat gut geschmeckt. Brot? Ja, das muss man dann. Ja. Weiß ich nicht. Brot. Wolle kommt's. Danke. Na, da sind wir wieder, endlich wieder vereint. Das war lange Zeit. Lang ist ja, ja. Und was macht's in der. Im Amt? Gibt's Neuigkeiten? Nein, da tut's ja nichts Neues im Amt. Weißt du, ich geh hin, verdiene mein Brot und dann geh ich wieder weg. Na, ich könnte da auch vielleicht mal was zuschieben, oder? Weißt du irgendwas? Weil ich kann immer ein bisschen Information brauchen. Ja, das ist die. Das kommt da eh auch kleben, super Goschel. Der Peppi hat vielleicht auch was davon. Erst los den Dreck, was willst du mir sagen? Kannst du da bitte ja, normal sein, wenn wir da was besprechen? Was soll der Scheiß? Wenn der Peppi morgen da was erledigt, dann kann das sein, dass er dann auch da mal sein. Ich verstehe kein Wort. Was von der Polizei auch macht. Also, Red nicht in die Hände rein, man versteht nichts. Ganz blöd, das ist von den Arbeiten. Nix, die Wände sind dicht, Fenster sind an, Türen haben wir auch getauscht.
Wecker 4, weißt du? Ich hab gehört, die Wecker braucht eine halbe Stunde, um die Tür aufzubrechen. Das solltest du dir auch. Die Wecker, wenn ich da dagegen rein ist, ja, glaube ich. Mit dem Dickschirm von dir, das glaube ich sofort. Da ist ich. Ja, was ist jetzt auch mit den Informationen? Heute wird das nichts mehr. Gehen wir über den Small Button. Wie kann der? Das gibt's ja nicht. Ich schreib's dir auf. Hast du einen Stift oder einen Zettel? Ja, irgendwo schon an der Küche, oder? Wie der Peppi vorher richtig beobachtet hat. Ist eine gewisse Sauerei. Nimm die Kügelrolle, ist ja wurscht. Da ist ein Kreuzerdrehzer. Schau, kannst du mal. Stell mal eine Frage, ich weiß sicher. Warte, ich schau mal wegen dem Stift. So, schau. Zeichen für Routine. RE. Für was? Da schreib. Ich schreibe nichts, ich schreibe nichts im Mund, schreibe ich was für die Schwulen. Ja. Ja, Analphabet, gell? Schreib dir die Adresse ins Rätsel, als Rätsel. Na, wird da keiner draufkommen, schreib's noch. Teil der Scheune. Ich glaube, der vorstimmt's. Du Peppi, du kannst es ja wieder mal bei der Polizeischule probieren. Wirklich, die Sache ist jetzt verjährt, probier's halt mal wieder. Es ist nirgends aufgeschrieben. Du, ein bisschen ein gefälliger da, wird schon gehen, probier's wieder. Was geht sich nicht. Was für den Clown hat er? Das geht sich schon probieren, die wollen das nicht. Dann können wir jeden Scheißdreck. Dann glaubst du, ich kann nicht laufen oder was? Oder? Ich weiß nicht, bist du bei der schriftlichen Arbeiten gegangen? Bei der Polizeischule? Das weiß ich nicht mehr. Das war manchmal schon zu blöd, das Scheißlerner. Du hast warum in den Kampfsport gegangen? Man muss aber nicht nur da haben. Bäh. Ja. Ich frage mich, wo der es hat. Man muss es nämlich nicht nur da haben, sondern auch da. Das ist frisch. Ah ja, das dauert immer mit dem Herrn von und zu. Kein Goscherl. Zukunft Star Wars. Zukunft Star. Star? Zukunft Star. Ich werde stirn. Kannst du den Scheiß lesen? Ich muss das ins Labor weitergeben. Ich kann das auch nicht lesen. So schaut man den eh aus, wenn er mit dem scheiß Fetzenschrift. Zukunft Trarare 4. Ah, das Adresse. 5 Haus. Im Rudolfsheim! Nein, ich schau doch mal rein. Wenn wir einen Tipp geben, kriegt der Kurti wieder einen Bonus und meine Freunde werden natürlich auch profitieren. Und sich so als wow, vorstellt. Ja, da kann ich davon ausgehen. Weil ich lasse meine Freunde nicht im Stich, das kann ich ja gleich sagen. Und mir ist es wirklich wichtig, dass wir heute wieder zusammensitzen, weil das haben wir wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Weißt du, wir haben unterschiedliche Meinungen und Ansichten, aber dass wir immer noch da sitzen können und ein Bier trinken können und ein Knoblauchbrot essen, das muss drin sein. Aber das Früchtebrot ist viel besser. Der Wahnsinn! Das ist jetzt nur fürs Früchtebrot. Das ist und ich hacke für den! Ja. Ich hacke für den! Ja, aber das Früchtebrot ist wirklich gut, muss probieren, die Bette erst mal. Ja. Und beißt immer dezent auch noch aus. Ja, na wie gesagt, Pepe, wenn du jetzt mal die Nase voll hast, so wie er, dann gehst du wieder zur Hehe. Passt.
machen wir Pause und besprechen. Wir brauchen immer Leute wie dich. Es sind jetzt wirklich, wir brauchen Muskeln. Ja, ich komm. Ich höre mir gern beide Seiten an. Das gibt's nicht umsonst. Das gibt's nicht umsonst. Ich weiß, dass du nicht nur die Muskeln bist. Ja, danke für den Anblick. Bitte. Na gut. Mach mal Pause. Das ist schon deppert. Nein, es war aber gute Sachen mit Feuer, schneiden wir zusammen.